Ja, hallo und herzlich willkommen beim Rob64 Gaming Podcast. Vor fünf Sekunden bin ich hier noch im Schatten gesessen. Jetzt knallt gerade die Sonne auf mich ein. Und ich hoffe, eigentlich sitze ich hier mitten in der Natur und habe gedacht, hoffentlich sind die Vögel nicht wieder so laut wie beim letzten Mal. Da waren die Vögel so abartig laut. Aber diesmal, ich hatte jetzt 5 Minuten Verzögerung wegen Hubschrauber. 5 Minuten Verzögerung wegen Flugzeug. Ich weiß nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall starte ich jetzt einfach mal. Und wenn jetzt wieder Hubschrauber und Flugzeug hier vorbeikommen, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, dann ist es halt so. Warum geht es heute? Heute geht es um Let's Plays sind tot. Genau, Let's Plays sind tot. Darum soll es heute gehen. Und schauen wir mal, was ich mir da für Gedanken dazu gemacht habe. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, wie ihr das Ganze seht. Ich mache mir logischerweise vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über Let's Plays als so manch anderer. Weil, Überraschung, Überraschung, ich mache auf meinem Gaming-Kanal Let's Plays oder zumindest sowas Ähnliches. Ja, vor einiger Zeit gab es auf meinem Zweitkanal ein Video. Jetzt kommt schon wieder der Hubschrauber oder was? Das ist ja nicht nur normal hier. Ja, auf jeden Fall vor einiger Zeit kam ein Video von Leos Mind, wo ich eine Reaction gemacht habe auf dem Zweitkanal, in dem Leos Mind eben sagt, der Let's Plays sind tot. Und daraufhin habe ich dann einfach mal gedacht, vielleicht hat er recht. Und naja, eigentlich habe ich mir das selbst schon länger gedacht, dass er vielleicht recht hat mit Let's Plays sind tot auf YouTube. Sollte man vielleicht auch dazu sagen, auf YouTube. Beziehungsweise sonst gibt es ja kaum noch irgendwo anders Let's Plays. Also auf Twitch gibt es ja keine Let's Plays in dem Sinne, da gibt es ja nur Livestreams. Und alle anderen Plattformen außer YouTube sind ja meiner Meinung nach komplett irrelevant. Aha, jetzt habe ich Flugzeug und Hubschrauber gleichzeitig. Okay, die Location ist irgendwie, schaut so geil aus zum Wandern, ist dann aber irgendwie von der Zivilisation komplett durchgerockt. Zumindest vom Luftverkehr her. Was ist da los, ey? Ich schweife schon wieder ab, aber das gehört dazu zum Podcasten, finde ich. Ich habe auch zum ersten Mal hier wieder mal ein Mic eingesetzt. Ich habe ganz vergessen, dass ich eigentlich so ein Mikrofon habe vom Podcasten. Ich habe ja vor gefühlt ewigen Zeiten ja mal einen Podcast gehabt über Sport. Und da habe ich mir gedacht, packe ich einfach mal das Mic aus vom Sport-Podcast. Ganz vergessen, dass ich das überhaupt noch habe. Mal schauen, vielleicht kommt es ja gut für die Tonqualität. Wir werden sehen. Ja, aber das hat ja gar nichts zu tun mit Let's Plays. Deswegen machen wir mit Let's Plays weiter. Genau. Und weil ich eben dieses Video von Leos Mind gesehen habe, Let's Plays sind tot, habe ich mir dann gedacht, Leos Mind meint, Let's Plays sind tot, machen wir mal was anderes. So wie er sagt, einfach mal Videos hart schneiden. Also ein Let's Play aufnehmen, einen Livestream aufnehmen oder ein Let's Play, komplett wurscht. Und dann schneiden. Habe ich gemacht. Ich habe einen Livestream von mir hart geschnitten. Von 120 Minuten habe ich einen Livestream runtergeschnitten auf 14 Minuten habe ich das runtergeschnitten. War viel Arbeit, war richtig viel Arbeit. Und ich habe es nicht nur runtergeschnitten auf diese 14 Minuten. Ich habe auch ein paar Effekte eingebaut. Ich habe ein paar Audio-Effekte habe ich auch noch eingebaut. Und habe das Ganze dann hochgeladen vor 100 Tagen. Also 100 Tage ist das her, dass ich dieses Experiment gestartet habe. Livestream, schneiden, hart, runter auf 14 Minuten. Also knapp 2 Stunden runtergeschnitten auf 14 Minuten. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ob das den Aufwand wert ist. Aber das, Spoiler, das Ergebnis ist krass. Ja, schauen wir mal zu den Daten. Also das Video, das ich da geschnitten habe, den Livestream, den ich da geschnitten habe, der heißt die blaue Flamme zum Institut bringen, zum Akala-Institut bringen. Das war ein Livestream von Breath of the Wild im Master-Modus. Vor gut 100 Tagen eben. Und das habe ich dann eben runtergeschnitten. Es gibt das Video zweimal. Es gibt das Original, den Original-Livestream, der auf YouTube anschaubar ist. Und es gibt eben da die geschnittene Version, die auch auf YouTube am gleichen Kanal online ist. Und beide sind circa gleich lang online. Also
Das geschnittene Material habe ich, glaube ich, dann eine Woche später veröffentlicht, weil ich habe ja relativ viel Zeit zum Schneiden gebraucht. Also kann man relativ gut vergleichen, eben geschnittenes Material und nicht geschnittenes Material. Ja, was ist denn so das Ergebnis nach 100 Tagen Veröffentlichung vom geschnittenen und nicht geschnittenen? Am geschnittenen Video habe ich bisher 2700 Aufrufe. Vielleicht für einen anderen nicht viel, für mich ist das wirklich heftig viel für ein Let's Play. 2700 Aufrufe, ich glaube sogar, dass es das best und meist aufgerufene Let's Play von mir ist. Und das gleiche Video, das ich nicht geschnitten habe, 270 Aufrufe, also 2700 Aufrufe zu 270 Aufrufe in quasi der gleichen Zeit. Das ist, Kopfrechnen, einfach das Zehnfache. Also einfach die zehnfache Anzahl an Aufrufen. Das ist komplett irre. Ja, und was war denn dann noch? Also was könnte man noch so vergleichen? Man könnte dann auch noch so die Klickrate aufs Thumbnail, könnte man ja auch, also Thumbnail ist das Vorschaubild auf YouTube, da könnte man die Klickrate vergleichen. Wie viele Leute haben auf das Thumbnail draufgeklickt? Das Thumbnail ist extrem ähnlich bei beiden Videos. Das eine, der Hauptunterschied zwischen den beiden Thumbnails ist, das eine hat mein Gesicht drinnen, da ist meine Fresse dabei, beim anderen ist meine Fresse nicht dabei. Und es hat noch einen Unterschied, nämlich das eine hat eine Nummerierung, welche Folge es ist, und das andere hat logischerweise keine Nummerierung, weil es einfach eine Quest ist, die man sich anschauen kann, die ich gemacht habe. Also das sind eigentlich die einzigen Unterschiede, und die Klickrate, passt auf, die Klickrate auf das geschnittene Video ist 23%. Also das ist absolut krank. Also 23% Klickrate ist irre. Es ist krass viel. Hatte ich selten irgendwo. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch damit jemals auseinandergesetzt habt oder wie eure Klickraten sind, oder wenn ihr keine Let's Plays macht, so eine durchschnittlich eine gute Klickrate ist. Also ich freue mich normalerweise, wenn ich eine Klickrate habe von 6-7%, da denke ich mir, gut gemacht, Junge, da hast du wieder mal ein blödes Bild reingestellt, wo du machst, und dann haben die Leute wieder mehr drauf geklickt. Klingt blöd, aber so ist es meistens, und da freue ich mich, wenn ich 10% habe. Dieses Video hat aus irgendwelchen Gründen, ich verstehe es nicht ganz, 23% Klickrate. Komplett irre, komplett abgehoben. Das gleiche Video, also das nicht geschnittene Video, mit eben, wie erwähnt, ganz ähnlichem Thumbnail, Klickrate 3%. Ist jetzt nicht richtig bekackt für einen Livestream, wo ich das Thumbnail extra gemacht habe. Ist fast schon okay, also 3%, damit kann ich eigentlich leben. Tja, also 3% zu 23, also Leute, das ist einfach mal die siebenfache Klickrate auf das andere Video. Also da müsste ich, also da werde ich auf jeden Fall noch mal noch genauer drüber schauen und analysieren, was da passiert ist. 23%, das muss man versuchen irgendwie zu wiederholen. So, aber nicht nur das. Die Wiedergabedauer, also wie viel Prozent vom Video wiedergegeben worden sind. Logischerweise ist ja das die Wiedergabedauer beim kürzeren, beim geschnittenen Video höher als wie beim nicht geschnittenen. War jetzt zu erwarten. So die Wiedergabedauer beim Livestream, die Leute, die sich nachträglich den Livestream angesehen haben, haben im Durchschnitt 4% sich davon angesehen. Die schauen sich wahrscheinlich irgendeinen Teil an, irgendeinen Kampf, irgendwo, wo ich irgendwas verlinkt habe, eine lustige Szene oder den Anfang, whatever. Auf jeden Fall 4% wird von dem ganzen Video im Durchschnitt nur angesehen. Ist leider relativ normal beim Livestream im Nachhinein. Das gibt es wenige Leute, die es wirklich komplett durchziehen. Die meisten schauen sich eben nur irgendeinen Ausschnitt an, was vollkommen okay ist. Aber das ist natürlich wichtig für den YouTube-Algorithmus. Je mehr oder je länger die Leute sich das Video anschauen, desto besser ist es wahrscheinlich und desto öfters wird es von YouTube sozusagen ausgespielt. Und beim geschnittenen Video hatte ich eben nicht 4%, sondern beim geschnittenen Video hatte ich 20% View Duration, also Wiedergabezeit 20%. Ist schon mal ganz okay. Wobei, ich finde es eigentlich auch relativ wenig dafür, dass das Video ja nur 14 Minuten lang ist.
nur 20% Wiedergabedauer im Durchschnitt. Würde ich jetzt mehr erwarten. Also es haben relativ viele Leute draufgeklickt, sich irgendwelche Teile davon angesehen und ja, vielleicht auch, es kann ja auch sein, dass sich die Leute im Schnelldurchlauf anschauen. Wenn sich Leute mit der doppelten Geschwindigkeit anschauen, dann habe ich ja automatisch nur noch 50% View Duration. Ich weiß, das machen Leute sehr häufig. Ich kann mir vorstellen, dass es da herein. Also 20% ist jetzt auch nicht viel, aber immerhin 5-mal mehr Wiedergabedauer im Prozent vom Video als beim normalen Video. Ist auch krass, also 5-fach mehr, mal mehr. So, da so haben wir 5-fach mehr Wiedergabedauer, 7-fach mehr Klickrate und 10-fach mehr Abrufe. Also alles viel mehr. Also könnte mal sagen, Arbeitsaufwand war für das nicht geschnittene einfach nur das Let's Play machen, beziehungsweise den Livestream machen, plus nachher Thumbnail machen, Index machen und so weiter. Grobe Schätzung 3,5 Stunden. Und das andere Video, was ich so hart geschnitten habe mit den Spezialeffekten und so weiter, also Spezialeffekte, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese Audioeffekten und das Reinschneiden und so weiter, 9 Stunden. Also 3,5 Stunden zu 9 Stunden Arbeitsaufwand. Das heißt, ich habe dann sozusagen mit dem dreifachen Aufwand für das Videoschneiden, ist ja der dreifache Aufwand, habe ich aber ein 7-mal besseres Ergebnis erzielt. Ja, also da muss man mal zum Nachdenken anfangen, ob das überhaupt Sinn macht, ein Let's Play zu veröffentlichen. Weil wenn man hat vielleicht 3-mal mehr Aufwand, was halt schon krass ist, aber man muss halt auch dazu sagen, man hat halt auch 7-mal mehr Ergebnis, also 7-mal mehr Reichweite, beziehungsweise ein 7-mal besseres Ergebnis. Ich fasse das jetzt einfach mal so zusammen. Einfach mal ein 7-fach besseres Ergebnis. Und eigentlich kommt man dazu zum Entschluss, Let's Plays machen, absolut nutzlos. Kann man eigentlich einfach sparen. Und ich mache das schon seit längerer Zeit. Ist vielleicht nur ein oder anderen aufgefallen, gibt es keine Let's Plays mehr bei mir am Kanal. Weil ich so diese Vermutung eben schon hatte und habe deswegen eigentlich nur noch die Livestreams gemacht. Die Livestreams funktionieren da ganz gut. Ich habe sehr viel Spaß mit den Livestreams. Viele, die zuschauen, was ich weiß, was ich annehme, haben auch viel Spaß damit. Sonst würden sie wahrscheinlich nicht live einschalten. also das passt für mich total. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn jetzt da nicht so viele Leute draufschauen, weil ich möchte sowieso Tears of Kingdom spielen zum Beispiel, habe mega Spaß dabei und wenn der Chatter mit mir mitfiebert und mir sozusagen manchmal mich auch unterstützt, weil ich verirre mich auch mal, macht mir das umso mehr Spaß. Also da ist eine Win-Win-Situation und wenn da die Klickrate nicht passt, komplett egal. Und außerdem kann man ja immer noch Highlights rausschneiden. Ich mache ja dann aus den Livestreams immer noch wieder Shorts, also dieses Kurzformat von YouTube, maximal 1 Minute bis 15 Sekunden bis 1 Minute. Solche kurzen Clips zum Anschauen und die mache ich ja immer wieder. Also ich versuche eigentlich fast täglich einen Short zu machen, beziehungsweise wenn es der Content halt vom Livestream irgendwie hergibt, mache ich auch einen kleinen Ausschnitt draus. Und die freuen sich eigentlich auch ganz gut der Beliebtheit. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Die Shorts funktionieren bei mir eigentlich ganz gut. Wobei, da muss man halt auch erst lernen, wie man die Shorts schneidet, so dass sie überhaupt ausgespielt werden und eine Relevanz haben. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Lesson Learned ist, Leute, Let's Plays absolut unnötig. Werde ich auch nicht mehr machen. Vielleicht, dass ich mal, wenn ich unbedingt eins machen möchte, haue ich das auf dem Zweitkanal Rob64 zockt. Und ich kann auch allen anderen da draußen raten, Leute, spart euch die Zeit. Außer ihr habt irgendwie Bock drauf, Let's Plays zu machen, habt keinen Bock zum Schneiden und es ist euch egal, ob jemand zuschaut oder nicht, dann Leute, macht Let's Plays, aber rechnet nicht damit, dass ihr da irgendeinen sonderlichen Impact damit habt. Das wird einfach nicht passieren. Also würde ich mal sagen, die beste Strategie aktuell, Livestream, wenn es einen Spaß macht, so wie ich. Highlights rausschneiden, am besten Shorts und so weiter auf YouTube veröffentlichen. Man könnte die Shorts natürlich auch noch auf TikTok und auf Insta veröffentlichen, habe ich früher auch gemacht. Macht mir aber keinen Spaß, die Plattformen. Und ich habe da jetzt nicht wirklich irgendeinen sonderlich guten Effekt gesehen, dass dadurch mehr Leute auf meinen YouTube-Kanal kommen. Und
Ja, Leute, wenn ihr meinen Content sehen wollt, dann müsst ihr einfach auf YouTube kommen. Und ich poste nichts mehr auf TikTok und so weiter. Es interessiert mich nicht. Einzig Twitter, das wird noch weiterhin bespielt, aber das ist sonst nutzlos. Ja, eben. Also, klassischer Livestream. Ich bin mega am Abschweifen schon wieder. Es tut mir leid. Das geht mir einfach zu viel durch den Kopf manchmal. Also klassischer Livestream plus Highlights Shorts rausschneiden und dann noch, wenn irgendeine Mission sich anbietet, dafür Highlights machen. Ist halt Hacken ohne Ende. Es ist richtig viel Arbeit, so ein Highlight wieder zu machen von einer speziellen Mission. Und ich werde das aber wiederholen. Ich werde schauen, kann ich diesen Erfolg von dem Quest Blaue Flamme zum Akala-Institut bringen, kann ich diesen Erfolg nochmal wiederholen. Alle diese Videos, von denen ich jetzt gesprochen habe, die verlinke ich euch übrigens unten in der Videobeschreibung, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und ja, ich glaube, das war's sozusagen. Let's Plays sind tot, Leute. Let's Plays sind tot. Und wenn ihr Bock habt, YouTube-Content zu machen mit im Bereich Gaming, dann denkt an das, was ich gesagt habe oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur ein bisschen hier mein Lesson Learned sozusagen, was ich gelernt habe so in letzter Zeit, hier ein bisschen an den Mann bringen. Und das halt im Rahmen von Podcasts ist mal genug Zeit dafür. Wenn ihr genug Zeit habt, apropos, boah, was für eine Überleitung, wenn ihr eine gute genug Zeit habt, dann könnt ihr auch nicht nur diesen Kanal abonnieren, sondern auch Kanalmitglied werden, nämlich zum Beispiel Minitendo FS und Jenny haben das gemacht, die sind zum Beispiel Kanalmitglied Plus und die sehen dafür diesen Podcast eine Woche früher immer, kostet nur 1 Euro bzw. 2 Euro die Kanalmitgliedschaft plus im Monat und damit unterstützt ihr mich hier wahnsinnig, vor allem motiviert ihr mich hier wahnsinnig hier weiterzumachen. Ich finde, so Kanalmitgliedschaften motivieren einen als Ersteller mehr als alles andere. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, also da hat man das Gefühl, diejenigen wollen wirklich den Content sehen und es ist nicht alles ganz für die Fisch, weil sonst sieht man ja immer schon Zahlen rauf und runter gehen. Aber so ein Support Plus, das motiviert eben. Gut, genug gelobhudelt hier an die Support Plus Mitglieder. Ich freue mich natürlich auch über Like und Daumen hoch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich versuche die Podcasts wöchentlich zu machen. Also schauen wir mal, wie lange ich das noch durchhalte. Ansonsten Sonntag immer um 21 Uhr, Zelda live. Der Zelda Sonntag live und aktuell momentan noch versuche ich jeden Tag einen Livestream zu machen zu Zelda Tears of Kingdom und mache jeden Tag Shorts dazu. Es ist krass viel Aufwand, aber ich habe Bock drauf und vielleicht entsteht ja dadurch wieder mal ein Zusammenschnitt, wo es dann auch ein paar mehr Views dazukommen. Also, habt einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. War mal wieder eine längere Folge. Und ja, unbedingt in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze seht, wenn ihr denn irgendeine Meinung dazu habt. Und vielleicht liege ich auch einfach komplett falsch, kann ja auch sein. Ciao, ciao.